So, ihr lieben Kinderchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Randall's Monday. Ja, dieses bekloppte Spiel von Randall mit seinen beschissenen Montagen. Und heute ist ihm auch gar nicht wieder Gutes widerfahren. Ich glaube, er hat sogar seinen Job verloren gerade. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich habe es wieder vergessen. Schauen wir mal nach, ne? Was da wohl passieren mag. So, Jeff, komm. Oh, ich glaube, der ist jetzt echt nicht in Stimmung. Er ist nicht in Stimmung. Okay, dann schau. Hier ist gar kein Würfel mehr. Wo ist der Würfel hin? Es tut mir leid, Wilson. Okay, warum haben wir jetzt keinen Würfel mehr? Die Würfel sind weg. Warte, nehmen wir das Päckchen. Das kann ich nicht einfach so nehmen. Nee? Ich nehme doch nicht die Päckchen weg. Wer weiß, was da drin ist? Wer weiß, was da drin ist? Wer weiß, was der Chef mit uns machen wird? Kein Durst. Ist das so? Aber hier, die Becherchen können wir bestimmt gebrauchen. Komm, die Becherchen. Wo ist unser Würfeldingens davon? Das ist weg. Schild. Das nehme ich auch nicht mit. Okay. Ja, dann setzen wir uns vielleicht mal dahin. Nö, okay, dann gehen wir raus. So. Ich frage mich, wo die Würfelchen sind. Sind die jetzt weg? Ah, da, guck mal. Hä? Oh, großartig. Einfach großartig. Wie zur Hölle soll ich jetzt meine Miete bezahlen? Ich muss einen Weg finden, um an Kohle zu kommen. Okay, das wird interessant. Au! Gott verdammt, Phil! Was sollte das? Wie kann man nur so nachtragend sein? Ich sehe es genauso. Ah, jetzt haben wir da unseren Würfelchen. Kaputtes Radio. So, pass auf. Sollen wir da wieder reingehen und mit ihm meckern? Komm, wir gehen rein. Wie kann das wagen? Hey, Mr. Emerson, ich glaube, wir sollten uns nochmal über diesen Radiovorfall unterhalten. Genau. War es wirklich nötig, mir das Ding an den Kopf... Hau verdammt nochmal ab! Raus hier! Und komm niemals wieder! Ist ja gut. Kein Stress. Ah, okay. Offensichtlich haben wir denn wohl unseren Job verloren. Ja, so ist das halt. Eher nicht. Eher nicht, ne? So, wir sollen mal Kohle kommen, damit wir unsere Miete zahlen können. Wir können in die Kanalisation gehen, was natürlich echt total genial wäre. So, gemopst. Können wir den zweiten auch noch mitnehmen? Ja, wäre schon geil, aber nein. Okay. Was ist denn das? Das ist so ein Pfandleihhaus, wa? Dann gehen wir rein. Was haben wir zum Pfeffer? Den Goldring. Das gibt ja. Hey, du. Seriös schauender Mann. Der will gerade nicht mit mir reden. Nee, guck mal. Vielleicht später. Er ist böse. Hey! Bleib weg von meinen Babys. Schon gut, entspann dich. Kollege, du hast da, glaube ich, ein großes Problem. Guck mal, er geht immer wieder? Nee, ich dachte, er geht immer zacken bei der Zoll. Ich würde ja gern rumlaufen und ein paar Geister umnieten, aber dafür habe ich gerade keine Zeit. Warum eigentlich nicht? Ja, weil wir die Miete auftreiben müssen, ne? Ganz klar. Hier ist so viel Zeug, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay. Das Schwert, Alter. Das kann ich nicht rumtragen. Okay, mir fällt da nur eins ein. Wir müssen uns den Ring verleihen. Nee, man. Wenn er so sagt, das ist viel Scheiß. Den trage ich nur rum, wenn es unbedingt sein muss. Karat? Wie ist. Oh, ich setze den. Die trage ich nicht rum. Hier ist so viel Zeug, ich wüsste gar nicht, wo ich an. Okay. Ich glaube, das ist physikalisch unmöglich. Die kann ich nicht einfach nehmen, da wird Mel sauer. Und mir ist gerade nicht nach einer Abreibung. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe keinen Job mehr. Guten Morgen. Schön für dich. Aloha. Was könnte ich verwenden, um genug Miete zusammen zu bekommen? Ich brauche jede Menge Geld. Ich weiß, das geht mir nicht an, aber der Typ davon könnte ein Verbrecher sein. Ich weiß, das geht mir nichts an, aber meinst du nicht, der Typ da könnte ein Verbrecher sein? Das hoffe ich doch. Aber meinst du nicht, der gehört eher zu den Leuten, die was klauen? Kann schon sein. Aber er ist mein bester Zulieferer. Zulieferer? Ah! Mel, das hier habe ich gerade im Keller meiner Oma gefunden.
Das hat großen nostalgischen Wert. Wow, dieser Keller ist eine echte Goldmine. Hab schon genau sowas. Aber dafür hast du dir trotzdem ein nettes Bündel verdient. Siehst du? Ich liebe den Kerl. Scheiße, was ist da gerade passiert, Mann? Was könnte ich verpfänden, um genug für die Miete zusammenzubekommen? Ich brauche echt eine Menge Geld. Was hast du denn? Naja. Das ist ein echtes Ticket, U-Bahn. Da kann man ungehindert durch die Stadt fahren. Das ist ein echtes Ticket für die U-Bahn. Damit kann man ungehindert durch die ganze Stadt fahren. Ist das dein Ernst? Ja. Natürlich. Brauche ich nicht. Oh. Ein Teleskop-Entenbügel. Den habe ich selber gemacht. Ist der aus Holz? Ich habe eine Menge Edelstahlbügel auch selber gemacht. Okay. Ein paar Seiten auf dem offiziellen Wonder Comics Katalog von 1972 inklusive Bilder Super Zuckerschnecken in ihren klassischen knappen Kostümen mit nur ganz wenig Öl und Thunfischflecken. Ein paar Seiten aus dem offiziellen Wonder Comics Katalog von 1972 inklusive Bildern von Super Zuckerschnecke in ihren klassischen knappen Kostümen mit nur ganz wenig Öl und Thunfischflecken. Ich glaube, in dem Zustand sind die nichts wert. Diese unglaubliche Polizistenfigur. Ja, ist jetzt nicht gerade Captain Red oder sowas. Diese tolle Kunstlederbrieftasche, die kein bisschen nach nassem Hund riecht. Ja, das rieche ich von hier. Kein Interesse. Dieser Ring allerdings. Hey, langsam. Kann mich nicht daran erinnern, die erlaubt zu haben, in meinen Sachen rumzuschnüffeln. Ganz ruhig, Kleiner. Das kommt so mit dem Job. Naja... Der Ring gehört nicht so richtig mir. Ich würde mich nicht wohlfühlen, den zu verkaufen, weil... Nur zum Verständnis. Das ist das Einzige von Wert, was du hast. Und du willst es nicht verkaufen. Nein. Ja, naja, es ist nur... Weißt du, ich glaube, ich behalte ihn besser. Okay, also, ich glaube, hier bin ich durch. Danke trotzdem. Warte mal, Junge, geh nicht einfach so weg. Sieh doch einfach mal bei dir zu Hause nach. Vielleicht hast du ja irgendwelchen nutzlosen Schrott, der mich interessiert. Sieht so aus, als könntest du das Geld echt brauchen. Scheint, als ob ich das mit der Mimik endlich besser hinbekomme. Ich finde schon etwas Schrott für dich. Werd's auf jeden Fall probieren. Okay, da bin ich mal gespannt. Hier haben wir dann nichts mehr zu sehen. Der Fernseher, Toaster hat er da. Da kriegen wir bestimmt irgendwas zusammen. Die Konsole. Ja, was machen wir denn jetzt, ne? Kanalisation, komm. Vielleicht finden wir da was. Nein. Oh, warum eigentlich nicht? Ich hätte das gut gefunden. Können wir nicht noch irgendwas zocken von unserem Chef oder so? Das alte Radio? Hey, das alte Radio. Warum hat er das denn nicht? Okay, das ist wirklich Schrott. Ich glaube, das wäre nicht so. Bahnsteige. Ach, kommen wir da zur U-Bahn. Stopp. Zurück. Okay. Lass mal nochmal um die Ecke. Können wir den zocken? Nee. Was ist das? Da braucht man wohl eine Münze. Brauchen wir jetzt... Haben wir was da? Nee. Okay. Dann nicht. Ey, Kollege, ich hab doch da... Wo rennt der denn jetzt hin? Wollte einmal im ganzen Block laufen gerade? So, was haben wir hier noch? Ich soll das Schild mitnehmen? Jetzt bleib mal auf dem Teppich, ja? Ja, übertreib jetzt nicht. Dann lass uns mal runtergehen. Nochmal Bahnsteige. Okay, dann sind wir von da gekommen und müssen noch dort. Dann gehen wir zurück nach Randall. Gucken, was mit deiner Bude so Feines haben. Wenn wir was Feines haben. Wenn wir jetzt ein Treppenhaus hochgehen, sehen wir unsere Vermieter, dann machen wir es kalt. Ist uns denn zu Hause irgendwas aufgefallen? Wir könnten den Fernseher... Naja, sowas macht man nicht, ne? Die Tauben, Alter. Ich denke immer, das gluckert bei mir im Bauch, denn wenn die da rumgluckern oben. Okay, Er steht da. Verdammt, der alte Marconi ist immer noch da. Ich muss einen Weg finden, mich vorbeizuschleichen. Aber nur wie? Na, das mit der Feuerleiter hat sich ja jetzt wohl offensichtlich erledigt.
Was mit dem Penner? Vielleicht kann der uns ja eine Idee geben, ne? Penner! Ah. Okay. Mm-mm. Warte mal. Ah. Mm-mm. Ich glaube, das war genug Sack. Okay. Ja, wir müssen da irgendwie hoch. Warum zum Geier sollte ich einen kaputten... Ja, halt die Klappe. So. Soll ich die jetzt reparieren oder ja, was? Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Haben wir irgendwas, womit wir das irgendwie... Was ist denn das? Ach so, unser Dings. Okay. Haben wir irgendwas da, womit wir da hochsneaken können? An den Vermieter kommen wir ja so nicht dran vorbei, ne? Ich glaube, wir müssen den Ring versteigern oder so. Ich weiß nicht. Das macht keinen Sinn. Doch, vielleicht. Du kannst dich da hochsneaken dran. Okay, dann hat uns das Ding schon mal geholfen. Das macht Sinn. Ey! Kombinieren. Mit was könnten wir das kombinieren? Vielleicht so? Ey! So. Das macht keinen Sinn. Hör auf zu quaken jetzt. Lass mich überlegen. Verminung damit? Nee. Nee, das klappt nicht. Oh. So, Kinderchen, das war's auf jeden Fall für heute. War mal eine kürzere Folge. Wir müssen noch rausfinden, wie wir weiterkommen. Tja, bis dahin. Ciao, Freunde, ne?